Hallo Motorradfreunde, es steht mal wieder eine Höhlentour auf dem Programm. Nachdem ja die letzten beiden Höhlentouren nicht so der Bringer waren, habe ich mir gedacht, es wird einmal wieder Zeit für einen neuen Versuch. Und zwar habe ich mir da ausgesucht die Bucher Höhle am Dillberg. Hier seht ihr jetzt schon das erste Päuschen am Main-Donau-Kanal bei Roth. Wunderschöne Gegend und vor allem um die Zeit sehr, sehr ruhig. Es ist also heute Sonntag und ich bin heute um 6.20 Uhr in der Früh schon losgefahren. Da war es vor die Temperaturen her optimal und Verkehr. Also die ersten 20 Kilometer kam mir überhaupt kein Auto entgegen. Ja, es geht dann weiter über Allersberg Richtung Neumarkt in der Oberpfalz, Postbauer Heng und dann weiter in Richtung Dillberg. Und ihr seht schon, die letzten paar Kilometer bin ich hier nach Navi gefahren. Ich war da natürlich auch noch nie, das war heute auch Premiere. Aber mit Google Maps hat es sehr gut funktioniert, das zu finden. So, jetzt geht's. Ja, nee, jetzt geht's noch geradeaus. Durch die Ortschaft, das ist hier Postbauer Heng. Von hier aus waren es dann nur noch ein paar Kilometer, aber wie gesagt, da musste ich eben dann schon nach Navig fahren. Die ungefähre Richtung war mir schon bekannt, aber das Teil, diese Höhle, die befindet sich ja, so wie ich auf Google Maps herausgefunden habe, auch wieder mitten irgendwo im Wald und da war es also schon vorteilhaft über Navi das Ganze zu machen. So, man kann den Dillberg jetzt schon sehen. Ganz oben drauf sind so riesengroße Fernsehantennen, ist also kilometerweit vorher schon sichtbar. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich nehme mal die CB650R, ein leicht zu fahrendes, leicht zu handelndes, bequemes Moped. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, also mit dieser China-Sitzbank, die ich da drauf habe, die ist richtig bequem. Hätte ich also nicht für möglich gehalten. So, und jetzt hat man schon gesehen auf dem Verkehrsschild, Straße gesperrt. Da haben wir gedacht, das kann doch nicht sein, jetzt fährst du fast 100 Kilometer für nichts und wieder nichts, dafür, dass die Straße gesperrt ist. Dann habe ich mir aber andererseits gedacht, naja, was soll's, heute ist Sonntag, da ist eh kein Verkehr und mit dem Motorrad kommt man eigentlich überall durch. Und bin jetzt da einfach einmal durchgefahren, Asche auf mein Haupt. Aber ihr seht, das ging vollkommen problemlos. Eine wunderschöne Gegend ist es hier auch. Sehr große Waldgebiete, auch schöne kleine Sträßchen vorhanden. Also wirklich ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. So, was machen wir? Ach komm, fahren wir durch. Ein Versuch ist es wert, bevor ich jetzt unverrichtete Dinge wieder nach Hause fahre, probieren wir es einfach. So, es funktioniert ja ganz gut mit der Baustelle. Man sieht es, nur Straßenrandarbeiten, gar kein Problem, da durchzufahren. Streng genommen ist es natürlich verboten, ganz klar. So, dann geht es auch noch ab in einen Flurbereinigungsfeldweg. Da fahren wir natürlich ein bisschen schneller wie Schrittgeschwindigkeit. Wir haben ja keine Enduro dabei. Und dieser Feldweg, der war länger, als ich eigentlich dachte. Laut Navi habe ich daheim nachgeschaut. Dachte ich mir, das sind bloß ein paar Meter. Aber nein, war bestimmt, wenn wir vorsichtig schätzen, ein guter Kilometer. Ja, voraus sieht man dann auch schon die Antennen, die Funkantennen, riesenhohe Teile. Ähnlich wie bei uns am Hesselberg. So, und dann sind wir auch schon fast da. Also wie ich schon gesagt habe, ziemlich versteckt auch im Wald. Wenn man das nicht weiß, dass da eine Höhle ist, dann läuft man wirklich dran vorbei. So, stellen wir noch das Moped hin, damit niemand behindert wird.
und dass der Weg noch frei bleibt. Ja, und los geht's. Es geht erst einmal ziemlich bergab. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch hier bin ich nach Google Maps gelaufen. Ich hätte es sonst nicht gefunden. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ja, jetzt bin ich mal gespannt nach den letzten beiden Pleiten mit den Höhlentour, ob das heute was Vernünftiges wird. Licht und alles habe ich natürlich dabei gehabt und auf geht's. Schaut doch schon mal richtig gut aus. Nichts ist verschlossen, man kann da ohne Probleme rein. Es ist allerdings recht niedrig, also ich musste hier immer etwas gebückt gehen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es in der Höhle etwas höher wird, die Decke, aber nein, es war nicht der Fall. Aber wunderschöne, interessante Höhle. Also das ist mit einer der besten, mit der Arndthöhle, mit einer der besten Höhlen, die ich bisher besichtigt habe. Es ist keine natürliche Höhle, es ist eine künstliche Höhle. Da wurde also Anfang des letzten Jahrhunderts wurde hier Quarzsand abgebaut. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges hat es auch den Bucherbewohnern als Unterkunft gedient. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Höhle, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ihr seht schon, das ist ziemlich verwinkelt auch das Ganze. Und ich laufe da rein und laufe rein und immer weiter und irgendwann dachte ich mir, oh Scheiße, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wie geht's denn da wieder raus? Also da habe ich wirklich kurzzeitig ein bisschen Panik bekommen, aber hat alles funktioniert. Ich habe natürlich wieder rausgefunden. Aber ich habe mir jetzt schon vorgenommen, ich werde natürlich irgendwann diesen Sommer die Höhle nochmal besuchen. Und wenn wir dann also ein Seil mitnehmen, das also am Eingang befestigen und werden dann noch einmal die Höhle komplett erforschen. Na, wenn es ein bisschen höher wäre, dass man zumindest aufrecht laufen kann, dann wäre es schon sehr vorteilhaft, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Also man kann hier jetzt schon erkennen, wie verwinkelt das Ganze ist. Überall zweigen Gänge ab. Teilweise sind es nur Kavernen, sage ich jetzt einmal. Teilweise sind es richtige Gänge, die, was weiß ich, wohin führen. Also das hat mir richtig Laune gemacht. Also muss ich echt sagen, ein ganz toller Tag, eine herrliche Fahrt, schön gemütlich. Und dann die tolle Höhle und anschließend, wie ihr jetzt dann sehen werdet, noch eine gemütliche Heimfahrt bei strahlendem Sonnenschein. Also es war absolut genial heute. Ja, man merkt schon, die Kameraführung wird ein bisschen hektischer. Ja, Licht, Gott sei Dank. Also das kann ich euch nur empfehlen, das ist wirklich einen Besuch wert. So, endlich wieder Sonne. Ja, dann habe ich mich natürlich da oben auf den Tilberg ganz allgemein noch ein bisschen umgesehen. Habe hier dann noch zwei ganz tolle Ruhebänke gefunden mit einem herrlichen Ausblick in die nähere und weitere Umgebung und das habe ich dann auch genutzt für ein zweites Päuschen, wie man gleich sehen wird. Ich habe natürlich was zu essen und was zu trinken dabei gehabt, wie sich das gehört und habe hier dann erst einmal anständig Brotzeit gemacht. So lässt sich's leben. So lasse ich mir das eingehen.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.